Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Der 7 vs. Wild Hype und Grind geht weiter. Keine Sorge, Freunde, es kommen auch noch viele weitere andere Videos. Wir checken auch noch die neuen Deutschrap-Songs aus, die rausgekommen sind. Aber 7 vs. Wild, gerade der Hype ist zu real. Ich habe ultra Bock drauf und wir haben jetzt die neue Behind-the-Scenes-Episode von Dave. Diesmal heißt die Folge das Team hinter 7 vs. Wild. Wir werden jetzt also die einzelnen Leute, die daran beteiligt sind, kennenlernen und, keine Ahnung, ein bisschen Background-Infos bekommen, denke ich mal, zu den Leuten, was die jeweils machen. Wie groß das Team ist, das interessiert mich nämlich tatsächlich, wie groß das ist und wer welche Aufgabenbereiche hat, weil ich glaube, das Ganze ist noch größer, komplizierter, als wir denken und da sind noch viel mehr Sachen drin, die wir gar nicht so checken im ersten Augenblick, denke ich. Ich bin sehr gespannt, checkt wie immer gerne meine 7 vs. Wild Reaction Playlist ab, da habt ihr alle meine Reactions auf die Behind-the-Scenes-Reihe, als auch natürlich zu den Folgen komplett geordnet, chronologisch, dass ihr alles nochmal reinschauen könnt, wenn ihr wollt. Die letzte Folge war richtig, richtig krass, sowohl von der Doku, fand ich super interessant, aber auch gerade natürlich die letzte 7 vs. Wild Folge mit dem Shelterbau richtig interesting gewesen. Da habe ich auch, haben viele reingeschrieben, leider die letzten 10 Sekunden geskippt, wo noch stand, in 30 Minuten beginnt die Nacht. Und es hat im Abspann angefangen zu regnen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf die Folge morgen. Die werden wir dann logischerweise dann übermorgen, Donnerstag, 18 Uhr zusammen hier ansehen. Ich freue mich drauf. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, Behind the Scenes, das Team hinter 7 vs. Wild. Und ich freue mich drauf. Let's go. Wir machen einen Sprung zurück und begleiten das Team nach dem ersten Scouting und der Entscheidung für eine Insel auf ihrer Reise nach Panama. Wochen bevor die Teilnehmer anreisen. Zeigen ihr erstes Zusammentreffen und erklären, wer eigentlich dabei ist und welche Aufgabe sie übernehmen. Wir wünschen viel Spaß mit den ersten Einblicken ins Team Basecamp und dem wirklichen Produktionsstart von 7 vs. Wild. Da war ein richtiger Wal zu sehen. Wie geil. Da war ein riesiger Wal. Ja? Moin. Moin. Clemens. Hey, Moin, Dave, freut mich. Hi, Dave. Geil, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Na klar. Na klar, Dave, na klar. Ja, na klar. Na klar. Ja. Wie bitte? Nur den. Ey, zu Dave kann ich auch sagen, Dave habe ich jetzt 3-4 Mal gesehen, nie mit ihm wirklich gequatscht, also halt bei... Beim Feiern geht er bei irgendeiner Party oder so mal getroffen oder Gamescom halt viel in derselben Gruppe gewesen wie er. Super, super sympathisch kam er immer rüber, also kann ich nur das Beste über ihn sagen, er wirkt so super, da hatte er auch gerade so seinen Schnauzer zur Gamescom-Zeit, das war ganz cool, da wirkte er so super, keine Ahnung, super sympathisch, super offen. Also logistisch ist es schon eine ziemliche Herausforderung, am anderen Ende der Welt so eine Serie machen zu wollen. Es ist schon teilweise schwierig mit Kamera-Equipment zu reisen, aber diesmal hatten wir Macheten, Medikamente. Das habe ich mich auch gefragt. Ich gucke die Folgen nach meiner Reaction mit meiner Freundin immer noch zusammen, weil ich so im Hype bin, Junge, ich sag, wie es ist. Und da meinte sie auch, Junge, wie schafft man es überhaupt, eine Machete und so ins Flugzeug zu bekommen? Und da dachte ich auch, dass die entweder per Warenflug, also so Frachtflug oder halt per Schiff rübergekommen sind. Aber selbst wenn, dann musst du sie ja trotzdem anmelden. Alles anmelden und so. Und hier so Produktion, TV-Produktion vielleicht, keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr interessiert, wie sie das gedribbelt haben. Für die du einen Ärzteschein brauchst, die verschreibungspflichtig sind. Hm. Ja klar, die Medikamente auch, obvious. Gar nicht dran gedacht, stimmt. Wir hatten Sauerstoffflaschen dabei, die aussahen wie Bomben. Ich weiß gar nicht. Und es waren einfach viele, viele Koffer mit viel, viel Zeug, was man eigentlich nicht alles dabei haben will. Sketchy, und das auch gar keinem erklären will, warum man das unbedingt braucht. Sieht schon sehr sketchy aus. Zum Glück haben wir diese ganze Produktion angemeldet, sodass es dann zumindest hier in Panama relativ easy war, das Zeug durchzubringen. Also es hat wieder erwarten kaum Probleme gemacht. Krass, okay. Wo man aber auch sagen muss, vor allem Paddy hat sich da wirklich ins Zeug gelegt, hat bei den Airlines angerufen, hat gesagt, ey, können wir 25 Powerbanks transportieren? Weil da gibt es dann auch Limits, ne, Batterien. Und 8 Macheten, ja, darf okay. Darf man viele mitnehmen und wie ist das mit Sauerstoffflaschen, was müssen wir da beachten? Mhm. Ja, es ist schon aufwendig, zum Glück waren wir viele Leute und konnten das irgendwie auf viele Schultern verteilen. Aber wir waren sehr, sehr glücklich, als dann am Ende alles da war, vollzählig, die Koffer durchgezählt. Alles Lebenswichtige für uns, für die Serie war dann da. Das war schon cool, ja. Stell ich mir aber super kompliziert echt vor, diesen Struggle, Junge. Aber das ist so gut gecuttet von Dave auch, oder vom Team von Dave, besser gesagt. Das macht Bock. Fühlt sich richtig an wie diese Netflix Behind the Scenes, wisst ihr? Von Marvel oder so, diese Disney Plus Behind the Scenes auch.
Geil. 12 Stunden Flug haben wir hinter uns. Gerade großes Zusammentreffen vom ganzen Team und den Wandermut-Jungs. Zumindest der Teil des Teams, der jetzt schon hier ist. Es kommen ja die ganzen Teilnehmer in der kommenden Woche noch hier an. Wir sind jetzt in Panama City. Von hier geht die Reise weiter in den Dschungel auf die Insel. Hier jetzt erstmal ankommen. Genau, das ist der Schnauzer, den Dave hatte. Also ich habe ihn dann, wann war Gamescom? Ich habe ihn eine Woche davor, habe ich ihn gesehen. Eine Woche davor habe ich Dave gesehen dann bei der Gamescom. Krass. In irgendeiner Weise besiegen. Und krass, das ist gerade voll heftig auch, weil ich habe Nova da auch gesehen auf der Gamescom. Nova auch, ey, Nova ist richtig riesig, habe ich da auch erst gemerkt. Mit Nova habe ich gar nicht geredet gehabt, aber das war krass so, stimmt. Die waren alle, waren in diesem Red Bull-Bereich. Und da habe ich Dave mit seinem Schnauzer gesehen und so krass, dass er eine Woche später nach Panama geflogen ist für Seven vs. Wild, was wir uns jetzt ansehen. Krass. Weiter, dann geht's richtig in die Planung, alles vorbereiten. Geil. Und alle sind heiß, alle sind aufgeregt und keiner weiß so richtig, was uns erwartet. Das erste Mal hat sich das Team in Panama City getroffen und bei Wandermut, wir kannten Max und Johannes natürlich schon, okay, ja. Aber wir waren natürlich auch gespannt, okay, wie sind die anderen alle drauf? Und was wir echt gemerkt haben ist, das Team hat einfach vom ersten Moment an richtig cool gevibed. Du hast halt gemerkt, okay, geil, wir haben hier so eine junge Truppe am Start, ne? Und obwohl wir eigentlich begrenzte Mittel haben, verglichen mit irgendwelchen riesigen Produktionen, läuft hast du alles. Hier einfach... Ja, eine junge Truppe, die da rausgeht, die Bock hat, den Start. Ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall eine junge Truppe am Start. Status Quo zu challengen. Aber wer ist das Team überhaupt? Johannes und Max kennt ihr schon. Das sind die beiden Mitgründer und Organisatoren von Seven vs. Wild, die sich von Wandermut, also Tom und Martin als Gründern und Paddy als Projektleitung, Organisationsunterstützung geholt haben, um vor Ort alles zu regeln. Die Jungs liebe ich auch. Die Insel zu finden, die Helikopter zu organisieren und vieles mehr. Für die Rettung und Versorgung in Notfällen gab es ein vierköpfiges Team, das aus Islam, Thorsten, Björn und Clemens bestand. Islam ist Facharzt für Gefäßchirurgie, Notarzt und vor Ort dafür da, krass, wenn jemand über die medizinische Erstversorgung hinaus etwas braucht. Okay, ja. Thorsten, den ich schon aus der zweiten Folge kenne, ist Outdoor-Medic-Ausbilder und Rettungsassistent. Björn ist ausgebildeter Notfallsanitäter und vermutlich derjenige im Team, der die meiste Notfallerfahrung mitbringt, da er schon seit Jahren im Job arbeitet. Geil. Und last but not least, Clemens, Rettungssanitäter und Feuerwehrmann. Geil. Wie genau dieses Team agiert... Digga, ich finde das voll cool. Wir haben voll das geile Team am Start dahinter. Geil, Junge. Und wie es in einem Notfall abläuft, erfahrt ihr in den nächsten Folgen an einem realen Beispiel. Oh, vergesst shit, also nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Um An einem realen Beispiel. Real. Freunde, Real Madrid Beispiel. Es ist wirklich was passiert. Aber halt, wir haben doch einmal auch gesehen, dass der eine Dude in der ersten oder zweiten Behind-the-Scenes-Folge, haben wir gesehen, dass dieser lockige, gläserne Typ, den wir eben gesehen haben, diesen Rettungskurs gegeben und meinte, ich habe hier noch ein bisschen Blut, das ist noch von Johannes, hat er gesagt damals. Erinnert ihr euch an die Stelle? Er hat ein weißes Hemd an, meinte, hier ist noch ein bisschen rot, ich habe noch ein bisschen Blut, hier ist von Johannes gerade noch. Hat sich wohl jemand Johannes verletzt vielleicht? I don't know. Weiteren Folgen nicht zu verpassen. Natürlich muss neben der medizinischen Versorgung und der Organisation aber auch gefilmt, fotografiert, animiert und geschnitten werden. Johannes und Max kommen hier auch wieder ins Spiel, sind Produktionsleiter, filmen auch selber, machen Regie und schneiden. Geil. Pat ist Drohnenpilot, Cutter und DOP, was Director of Photography heißt und so viel bedeutet wie, er ist der entscheidende Mann an der Kamera für das gesamte Projekt. Geil, und ich, Dave, bin angereist, um für euch dieses Behind-the-Scenes zu produzieren. Hey Dave, Junge, du bist auch da, wusste ich gar nicht. Danke, Mann. Hey, schnelle Brille, Bro. Aber auch irgendwie dann im Team für die Hauptserie gelandet und habe dort auch mitgefilmt. Geil, Nico steckt hinter cool allen Animationen, die ihr in der Hauptserie seht und er ist vor Ort hauptverantwortlich für Fotos, aus denen ein unglaublicher Bildband mit exklusivem Material, Interviews der Teilnehmer und des Teams und weiteren Side-Facts. Freunde, Weihnachten, ich sehe mich da. Geil. Darüber hinaus gibt es einen Fotokalender, Poster und verschiedenste Bundles. Also für jeden etwas dabei und vermutlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für jeden Seven vs. Wild-Fahrer. Digga, ich kaufe mir das direkt. Wie geil ist das denn? Warum wird das nicht bei der Hauptserie irgendwo erwähnt? Ich kaufe mir das, no joke, das ist auch übel geil, Junge. Ich sehe mich da, ich sehe uns, ich kaufe das und mache ein Unboxing. Ich mache da ein Unboxing zu, das ist ja ultra geil. Check die Produkte über den ersten Link in der Videobeschreibung ab und viel Spaß mit dem Foto. Dass man hier auch richtig die Karte hat mit den Spots. Oh Junge, ich finde das so geil. Natürlich brauchen wir aber auch Unterstützung der Einheimischen. Nindo, stellvertretend für alle vier Bootskapitäne. Nindo wurde von Rezo so benannt übrigens. Roberto, unser Helikopterpilot, der genau wie die Bootsführer neben dem Scouting auch die ganze Zeit in Bereitschaft für eine potenzielle Rettung zur Verfügung standen. Roberto heißt eigentlich nicht wirklich Roberto. Mit den Helikopterpiloten gab es allerdings während und nach der Produktion so Riesenprobleme, dass wir ihren Namen ändern mussten. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Natürlich hatten wir auch einige helfende Hände dabei. Manu als Finance, Rita als Arzthelferin und Julian hinter der Kamera. Jeder hat Aufgaben erledigt, die über den eigentlichen Tätigkeitsbereich hinausgegangen sind. 12, 15 Leute oder so. Dieses Riesenprojekt in dieser Form umsetzen. Wie viele Leute das sind. Also hier ein Riesendankeschön an jeden Einzelnen aus dem Team für ihre Arbeit und die unheimlich aufregende und lustige Zeit. Vielen Dank. Gerne geschehen. Dave, für dich immer.
bei so einer Produktion mit so vielen Leuten ist es natürlich extrem wichtig, dass jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, wann er wo gebraucht wird, wann ist wer wo, vor allem wenn man das Team splitten muss, also ein Teil des Teams hier auf San Jose und ein... Hey, ich glaube, ich komme ruhig nach, ich glaube, das links ist Max, rechts ist Johannes, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wie Johannes so rüberkommt gerade, schön. City oder vielleicht sogar noch in Deutschland, dass jeder trotzdem weiß, okay, wann muss ich am Flughafen sein, wann muss ich ich wäre gescheitert bei der Organisation, ich wäre gescheitert, ich hätte mich ausgelockt. Alles klar ja. sein, ich weil sonst weg hast du irgendwann das Problem, dass irgendjemand irgendwo ist, wo er nicht sein soll ja. und dann fehlt... Ich wäre verloren gegangen, ich wäre weg, deswegen ist sorry. Es sehr, sehr wichtig, so einen sorry. Ablaufplan zu machen, ich wäre weg. Den haben wir gemeinsam mit Wandermut erstellt, weil die ja größtenteils für die Logistik verantwortlich waren, ja. Und das hat dann dazu geführt, dass der Hauptteil des Teams 3 Tage nach Wandermut hier eingetroffen ist. Und dann gingen die finalen Vorbereitungen hier in Panama los. Wir haben sehr, sehr Bock auf die nächsten Tage. Es werden anstrengende Tage, es werden aber auch geile Tage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alle zusammen ziemlich geil machen werden. Für alles, was Orga, Logistik angeht, sind hier die Wandermut-Leute. Die jetzt nicht übertreiben, das ist so ein geiler Team-Spirit, man sieht dafür gesorgt, so ein geiler Team-Spirit. Läuft, wie es läuft. Ja Leute, auch von uns erstmal ein ganz, ganz herzliches Hallo. Damals war es noch so die Idee der Vision, man könnte das hier in Panama machen. Und allein um diese Insel, die ihr dann morgen sehen werdet, das ist einfach schon ein krasser Shot, wir werden ja das Glück haben, mit einem Flugzeug hinzufliegen. Und wenn ihr einfach schon seht, dieser Urwald, dieser Dschungel auf euch zukommt, das hat dieses richtige Jurassic Park Feeling. Dann werdet ihr sehen, warum es diese Insel geworden ist. Für uns ist es einfach krass, weil wir jetzt seit 6 Monaten darauf hinarbeiten. Wir haben gesehen, was ihr einfach vorher schon geschafft habt. Ist schon geil, was die gemacht haben. Die Planung so bei 90-95% abgeschlossen ist. Sind jetzt noch die letzten kleinen Hindernisse oder die letzten kleinen Challenges, die wir hier meistern müssen. Aber das ist jetzt wirklich nur das letzte Wissen, dann haben wir das auch. Jetzt ist erstmal wichtig, anzukommen, den Ausblick zu genießen, was auf uns zukommt, denn das wird der Hammer werden, das wird richtig gut werden. Und ich gebe einmal noch an Paddy, bevor wir anstoßen, an den Ablaufplan für morgen und dann stoßen wir final an und dann geht's ab ins Bett. Ganz kurz morgen und den nächsten Tagen, ich werde mich kurz fassen, weil ihr seid alle müde. Im Großen und Ganzen, uns erwarten jetzt ein paar spannende Tage auf der Insel. Wir werden auf jeden Fall noch eine intensive Zeit haben, bevor es losgeht. Es wird sicher noch das eine oder andere Last-Minute-Drama kommen, aber es wäre ja auch langweilig sonst. Ob das ein Hammer-Projekt wird? Ja. Jawohl. Ich hoffe immer noch insgeheim, dass sie Dave einfach auch ausgesetzt haben und Dave einfach was filmt. Wer weiß. 9 Tage bis zur Aussetzung. So, wir haben jetzt gerade alles gepackt. Man sieht hier, das Auto ist wirklich bis zum Rand vollgepackt. Tetris für Fortgeschrittene. Und Krass. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Albu Flughafen. Dort packen wir alles in die Cargo-Flugzeuge und dann fliegen wir nach Isla San Jose. Lässt die Anspannung so ein bisschen nach gestern? Die Anspannung lässt nicht nach. Die Mucke ist so geil, Junge. Ich liebe die Mucke. Vor allem so serious feeling. Was ist denn los? Vor allem so serious hier. Was ist denn los? Ich hab Gänsehaut gekriegt, aber was ist denn los hier auf einmal? Sehr, sehr episch hier auf einmal. Hallo? Digga, das ist ja halber Kinofilm hier. Okay, es geht los mit 2 Propellermaschine jetzt hier Geil. Vom Festland auf die Insel. Winzige Maschine, insgesamt 2 Flugzeuge, ein Cargo-Flugzeug noch. Es wird ein Fest. Geil, Junge. Boah, auch so geil, dass Dave alles filmt für uns. Diese Doku-Reihe auf jeden Fall eine krasse Bereicherung nochmal für den Hype. Ich hätte Todesangst, weil so kleine Flughäfen, kleine Flugzeuge, alles nicht so modernste Technik unten und so. Ich hätte mich eingekackt. Ich weiß nicht. Ich wäre da nicht gemacht für. Boah, okay, das sieht wunderschön aus. Oh, wie geil sieht das denn aus, Junge? Oh, okay, ich nehme alles zurück. Dafür hätte ich das auf mich genommen. Wie geil sieht das denn aus, bitte?
Wir sitzen im Flieger, 15 Leute. Rechts unter uns haben wir gerade einen Wal gesehen. Da war der Wal. Also wir merken jetzt schon, dass wir wirklich in ein Gebiet vordringen, was absolut unangetastete Natur ist. Nur wenige von uns, die hier im Flugzeug sitzen, waren schon mal auf der Insel. Für den Großteil von uns ist das... Das ist wirklich gerade, als ob wir so eine Doku gucken über Lost, wisst ihr? Actually, Junge. Actually. Das ist wirklich so eine Lost-Insel. Es ist so schön. Oh mein Gott. Ich will jetzt die nächste Folge sehen, Junge. Allererste Mal. Und wir können jetzt Folge. Schon vor den Teilnehmern sehen, was sie so ein bisschen erwarten wird. Also hier ist wirklich Dschungel, wirklich Natur. Es ist unglaublich. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Boah, ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal den Wal-Shot. 300. 5. Junge, ich kann gar nicht beschreiben. Diese Doku-Reihe auch macht mich so glücklich einfach, Junge. Dieser Seven Wars Wild Hype ist so schön. Es macht so Bock, mit Junge alles zu gucken. Und es macht einfach gute Laune, Junge. Auch wie es gecuttet ist. Es macht einfach Bock, das zu gucken, so. Keine Ahnung. Richtig. Keine Ahnung, ich freue mich voll. Was für ein Erlebnis mit dem kompletten Team hier auf die tropische Insel. Winziger Flughafen, winzige Landebahn, Wale auf dem Flug gesehen. Also das, was wir jetzt schon von der Insel gesehen haben, bedeutet eine absolute Tortur für die nächsten 7 Tage und die 7 Teilnehmer. Das sieht wirklich menschenunfreundlich aus für Leute, die keine Ahnung vom Dschungel haben. Hey, passiert. Über eine der wenigen Straßen, wenn man sie Straßen nennen kann, ging es dann fürs gesamte Team. Oha, bis jetzt steht die Straße besser aus als in Deutschland bei mir. Also ich weiß nicht, wo Dave wohnt, ja. Aber die Straße besser als bei mir hier. Team Richtung Hacienda, die für die nächsten Tage und Wochen Unterkunft fürs gesamte Team sein schön. Sollte. Okay, da ist das ganze Team einquartiert also. Das ganze Team wird hier leben. Es ist einer der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. Boah, Junge, was? Junge, imagine! Und die sind beruflich da, Junge. Haben wir zu viel versprochen? Alter. Das ist einfach... Das ist einfach der schönste Ort der Erde hier. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Also vor uns absolut unglaubliche, atemberaubende Küste. Palmen mit Kokosnüssen, weißer Sandstrand. Es sieht unglaublich aus und wir wissen, dass wir das in den nächsten 7 Tagen natürlich super entspannt genießen können. Oh, der kleine Piepmanns, der kleine Piepmanns. Vermutlich zu kämpfen und zu leiden haben. Ey. Wow. Wow. Oh, ist es ein Kakadu? Ist das ein Kakadu? Leguan. Erster Eindruck. Der Hammer. Paradies. So, wir müssen alle schwimmen gehen. Instant. Fun Fact about me. Ich hasse Schwimmen. Ich hasse Schwimmen. Ich habe Kontaktlinsen drin und ich habe weiche Kontaktlinsen und mit denen darf ich nicht ins Wasser. Auf jeden Fall nicht ins Salzwasser, weil die sonst kaputt gehen und raus. Auch allgemein. Ich glaube, mit Kontaktlinsen schwimmen geht, glaube ich, nur mit harten. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall weiche und mit denen schwimmen die flutschen raus und das Salzwasser greift die an. Deswegen schwierig für mich. Aber ich mag auch, abgesehen davon, ich mag Schwimmen nicht, Digga. Du bist nass, abtrocknen, Sand an den Füßen, Hilfe. Yes, komm Isla, wir müssen runter ans Meer. Natürlich sind wir nicht zum Spaß extra früher angereist. Es gibt eine Menge zu organisieren. Es gibt verschiedene Teams, die sich alle in ihren Bereichen organisieren müssen. Das Medical Team muss alle Medikamente vernünftig sortieren, alle Eventualitäten beseitigen. Es muss richtig viel organisiert werden. Natürlich müssen aber auch die Spots abgecheckt werden. Ja. Und es muss entschieden werden, welche Spots tatsächlich gewählt werden. Glücklicherweise waren Max und Johannes früher schon mal hier und haben schon eine grobe Auswahl getroffen. Haben wir schon gesehen. Wer genau aber welchen Spot bekommt, darum müssen wir uns jetzt kümmern. Wir fahren mit dem Boot raus um die komplette Insel und machen uns davon mal ein genaues Bild und wählen mit professioneller Unterstützung aus, wer wo ausgesetzt wird. Boah, geil, das kriegen wir doch in dieser Folge zu sehen, hoffe ich, oder? Ja, Folge ist noch lang genug. Boah, geil. Let's go. Geil, Junge. Ich hoffe, wir sehen jetzt einen Wal auch. Zeig mir einen geilen Wal. Ich will so einen Wal sehen. Oh, ich dachte, wir waren mal.
Hinter uns krachen gerade die Wellen an die Felsen, viel stärker als ich selber gedacht hätte. Aber klar, wir sind im Pazifik unterwegs, hier hat es ordentlich Welle. Das sieht so geil aus, Junge. Problematisch, hier irgendwen ins Wasser zu schmeißen. Glücklicherweise ist aber keine Flut, während wir die Teilnehmer aussetzen, sondern genau zwischen Ebbe und Flut. Also da sollte das Wasser sich ziemlich entspannen. So ist das wirklich problematisch. Also wenn man kein guter Schwimmer ist, wenn man... Frag mal Knossi, ich wollte gerade sagen, frag mal Knossi. ...keine Flossen dabei hat, dann ist es eigentlich nicht möglich, hier irgendwen auszusetzen, würde ich jetzt als absoluter Laie sagen. Zum Glück haben wir Profis dabei, die uns dabei helfen können, das ein bisschen besser auszuloten. Die werde ich gleich auch nochmal alle zu Wort kommen lassen. Aber das sieht schon wirklich heftig aus. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Schweden letztes Jahr. Safe. Da habe ich übrigens auch schon verkackt, also da hat es sich schon Dave, oh! Oh mein also, Gott, Junge. Unglaublich. Oh, Junge, Wale sind's einfach. Ich liebe Wale. Wale, ich möchte mit Walen kuscheln, Junge, ich weiß nicht. Wir sind mitten in der Natur angekommen. Das hier ist untouched und das merkt man. Der Großteil von uns hat gerade zum ersten Mal einen Wal aus wenigen Metern Entfernung gesehen. Ja. Hier ist Leben, hier geht's richtig ab, Junge. Und wir sind hier zu Gast. Wir werden uns natürlich dementsprechend verhalten, aber wirklich ein einmaliges Erlebnis. Das ist der absolute Oberhammer. Der erste Spot hier direkt nicht genutzt. Uns. Etwas problematisch. Der Profi, der Einheimische, hat uns gerade direkt gesagt... Ah, dieser Tom ist auch wieder dabei. Der absolute Vollprofi, Junge. ...dass mit dem Aussetzen durch Strömung hier wirklich schwierig werden könnte, dass die Bedingungen nachmittags schon deutlich besser sind und sie sind schon nicht gut. Gerade bei unerfahrenen Teilnehmern ist das eigentlich nicht machbar. Wir fahren erstmal weiter zu anderen Spots und schauen, ob wir was Besseres finden. Sieht idyllisch aus, aber wenn es so gefährlich ist, dass wir die Rettungsaktion direkt nach dem Aussetzen starten müssen, dann hat keiner was davon. Und es ist so gefährlich, dass er uns gerade sogar davon abrät, selber hier an Land zu gehen. Also, das ist wirklich kein Spaß. Boah, ja, das ist schon krass, Mann. Mit diesen Wellen, wie die da raufknallen. Das ist schon heavy. Hier, genau, das ist dieser Tom, dieser Survival-Pro. Also, mich hat's jetzt schon erwischt. Fritz. Ich bin jetzt seekrank geworden hier bei den Wellen. Also, teilweise, was ist das? 3-4 Meter Wellen? Jo. Ich glaube, hier hat man Spaß, wenn man bisschen schwimmen geht. Das ist der Spot von Fritz gewesen, haben wir gesehen. Und so brechen wir auf an Tag 2, weiteres Scouting. Alle Plätze müssen gesichtet werden. Gestern war leider nicht so viel Kram dabei, dass wir sagen könnten, das hätte gereicht. Heute geht's an die etwas vielversprechenderen Spots. Ich nicht gespannt, alleine, Junge. Sondern mit dem gesamten Medical Team. Wir sind mit 2 Booten dieses Mal unterwegs, also noch ein größeres Team, damit wir dort auch checken können, alle Bescheid wissen und bin gespannt, was uns erwartet. Wir sind heute nochmal raus, um alle Spots zu checken. Wir haben insgesamt 14 Stück und wir werden alle prüfen auf die Survival-Ressourcen. Wir werden schauen, ob es tief genug ist, um da den Helikopter Drop-off zu machen und wir werden dann halt noch schauen, wie gut die geeignet sind, also machen die sich gut auf Kamera und ich hoffe, dass wir am Ende des Tages 7 finale Spots haben. Haben wir, Spoiler haben wir. Nicht genutzt, ja. So einen langen Wandschrank hatten wir nicht. Ein kompletter Jackpot, weil man hat einfach die Süßwasserquelle direkt am Aussetzen. Lol, die fließt auch richtig krass. Komplett alles Sand, also überhaupt kein Problem, hier jemanden aus dem Helikopter zu schmeißen. Das ist ein sehr geiler Spot auf jeden Fall. Joris. Und, mega viel Ressourcen, mega viel Das ist das Spot von Joris, sehr krass. Saftnis für die Teilnehmer. Krass. Auch wieder ein sehr geiler Spot. Ja, Joris. Sascha, ja genau, Sascha. Also wir krass. Haben gerade noch zufällig. Das ist echt Saschas Spot, ja krass, geil, Junge. Spot bekommen und der ist ein absolutes Paradies. Sabrina, ja. Da oben haben wir Kokosnüsse. Sabrina. Sogar 2 Paar Schuhe. Nikes. Oha, sogar Gucci-Schuhe, ja. Knossi, ja. Knossi, da hinten ist das geil. Du meinst jetzt echt, ja? Ich glaube, das ist sogar der Baum von Knossi noch, ne? Wo er versucht hat, ranzukommen. Das ist der Baum, wo Knossi versucht hat, ranzukommen in der neuesten Folge. Das ist so cool, ja, gell? Man sieht's. So, vorletzter Spot. Oh, das ist der von Nova, ja, man sieht es direkt an dem Müll leider. Sehr rough, sehr große Felsen hier sehr im Wasser Müll. Teilweise. Sehr auch Kokosnüsse. Müll. Sehr hoch. Okay, da vorne wurde gerade gesagt, geht's noch deutlich geiler weiter. Uiuiui. Oh shit, den hat Nova noch nicht gesehen. Das hat Nova noch gar nicht gespottet ja, bei sich. Komplett epischer Spot, würde ich sagen. Krass. Ne?
Zum Abschluss der Erkundungstour haben wir uns hier ein absolutes Schmankerl aufgehoben. Otto. Wahrscheinlich mit der schwierigste Spot. Eine Flussmündung. Otto wollte den schwierigen Spot auch haben. Mündung, die ins Meer reinführt. Also wirklich absolutes Paradies für die Salzwasserkrokodile, die es hier gibt. Krass, aber Otto ist bis jetzt zufrieden mit seinem Spot. Und Otto sagt, ey, ich hoffe, Fritz hat auch so einen geilen Spot. Also Otto denkt sich, er hat einen guten Spot auf jeden Fall. Es sieht jetzt schon beängstigend aus und die Sonne ist nicht mal untergegangen. Also ich habe nicht mal Bock, hier aus dem Boot herauszusteigen. Da könnte man abgesetzt werden, theoretisch. Krass, okay, ja. Das sieht schon nach Crocodile Island aus auf jeden Fall, ja. Aber bis jetzt haben wir ja noch keine gesehen und so tief war Otto ja auch noch nicht drin. Also das Ganze ist wirklich kein Witz. Wir sind gerade... Warte, da waren echt Krokodile oder was? Das sind echt Krokodile. Nee, oder? Oder ist das nur Treibholz? Also das hier, es sieht halt aus wie Krokodile, ne? Also das Ganze ist wirklich kein Witz. Ich weiß es nicht, ich höre Dave mal zu erstmal. Aber es sieht aus wie Krokodile. Wir sind gerade 50 Meter in den Mangrovenwald hier reingefahren. Irgendwo hier trifft sich Süß- und Salzwasser und auch zwei Krokodile. Es sind wirklich zwei Krokodile gewesen. Krass, wir haben... Krass, bei Otto am Spot, direkt bei Otto am Spot, sind wirklich Krokodile zwei Stück. Also ich kann das noch nicht zuordnen, das haben wir bei Otto nicht gesehen, er ist noch nicht so tief reingegangen, das auf jeden Fall nicht. Bei Otto am Spot sind zwei Krokodile direkt, holy shit. Also das Ganze ist wirklich kein Witz, wir sind gerade 50 Meter in oh mein Gott. Irgendwo hier trifft sich Süß- und Salzwasser und auch zwei Krokodile. Krass. Zwei richtig dicke Oschis. Ich habe natürlich keine Ahnung davon. Aber ich weiß, dass die Dinger beißen können, dass sie hier sind. Das weiß ich auch. Den jemand bekommt, ist kein Witz. Flug hin, Wale. Und deswegen, Otto hat sich beschwert. Mann, ich wollte den schwierigsten Spot haben. Ich habe jetzt so einen einfachen hier. Ich hoffe, bei Fritz ist auch alles geil. Und es chillen einfach zwei fette Crocodiles bei ihm. Erste Bootsfahrt, Wale. Oh shit, Mann. Heute Stingrays, Wale. Fuck. Salzwasserkrokodil. Es ist unglaublich. Der hat auch noch den Wal gesehen, stimmt. Krass, okay, mit zwei Crocodiles bei Otto. Junge, jetzt bin ich noch mehr gespannt auf die nächste Folge, wo es Nacht ist und regnet und Otto bei Krokodilen schläft. Was ist da los, Junge? Ich sehe Dave hier, ausgesetzt. Ein Tag fürs Making-of. Ja, das ist das, was ich sage, Junge. Rein mit dir, Dave. Sehe ich dich. Nach fünf weiteren unheimlich anstrengenden Scouting-Tagen, krass, an denen wir mehrere Stunden auf dem Boot verbrachten, um Drohnenshots von allen Spots in allen Gezeiten und Tageszeiten sammeln zu können, geil, jeden ja. Spot einzeln abgetaucht sind, unglaubliche Begegnungen mit wilden Tieren hatten und die verrücktesten Naturspektakel erleben durften, konnte sich endlich Zeig mir doch mehr Tiere, Junge! Das sind Pferde, die rumgaloppieren und Wale, Junge! Zeig mir die Tiere! ...nahe für Spots entschieden werden. Am letzten Tag des Scoutings, auf dem Weg zurück zur Hacienda, sollte uns aber eine ziemlich besorgniserregende Nachricht vom Team aus dem Basecamp erreichen. Die Verletzung. Schnittwunde! Es gab den ersten Einsatz. Ja. Junge, dieses Making-of ist so geil, Mann. Ich könnte gar nicht mehr gehypt sein auf mein Leben. Ich sag's, wie es ist. Was ist denn das für ein geiles Projekt, dass wir sowohl diese unfassbar spielfilmlangen Folgen haben, wo wir sehen, was hinter Teilnehmern passiert, als auch dieses Making-of, was davor, danach und währenddessen passiert. Ich liebe es, Junge. Ich bin so gehypt. Diese Making-of-Folge war wieder so geil, Mann. Wir haben Krokodile gesehen. Wir wissen, dass Krokodile bei Otto am Spot sind. Das wissen wir jetzt, weil wir das Behind the Scenes gucken. Alle anderen wissen das nicht. Wisst ihr, wir sind so... Keine Ahnung, es macht Bock, dass man so auch geile neue Infos zu der Serie bekommt, wenn man das hier guckt. Ich find's ultra nice. Wir haben Wale gesehen, wir haben Pferde gesehen, wir haben Krokodile gesehen. Dieser Seven vs. Wild Kalender, dieses Fotobuch, das wird direkt bestellt, Junge. Ich kaufe mir das direkt und ich mache ein Unboxing, gucken wir es zusammen an, ein bisschen, je nachdem, wie viel ich zeigen darf. Davon will ich das ganze Buch jetzt nicht zeigen, aber dann könnt ihr den Kalender mal sehen und so, weil ich kaufe mir das auf jeden Fall, Junge. Seven vs. Wild, Digga, und auch als Support einfach fürs geile Projekt kaufe ich mir das allein deswegen schon. Super, super geile Folge. Ich bin so gehypt, Mann. Ich freue mich sehr. Geil, dass ihr alle am Start seid, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, ey, ich will gar nicht länger labern. Wir sehen uns am Donnerstag übermorgen. Also mit anderen Videos die nächsten Tage schon, aber übermorgen mit der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich liebe euch alle. Bleibt alle bitte so fresh und gut aussehend wie immer. Und ja, ciao, ciao.